Manchester City-Star Erling Haaland, mit 36 Ligatoren und Titeltrippel der zurzeit beste Fußballer, ist inzwischen auch der Liebling auf dem internationalen Gesellschaftsparkett geworden. Ein gern gesehener Mittelpunkt auf den Festen in diesem Sommer. Der Vollblutstürmer mit mehrfachen Millionen-Euro-Gehalt flog nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft nach Ibiza und machte stürmischen Urlaub mit Freundin Isabel Hauseng. Am Strand Playa Sole zeigte der Top-Torschütze stolz seine perfekte Figur mit Waschbrettbauch und Muskeln und absolvierte das ganze Freizeitprogramm, Yachtpartys nonstop, Tauchen und am liebsten bretterte er mit dem Jetski über das Meer. Anschließend ging's an die Côte d'Azur. Dort war Erling Haaland Gast auf einer Yacht mit Modeunternehmer Tommy Hilfiger und Pretty Little Thing, Gründer Omar Kamin, mit denen er anschließend zum Lunch bei Fürst Albert von Monaco ging. Dabei waren auch Haalands Vater Alfie und sein norwegischer Teamkollege Sander Berge. Als Gastgeschenke überreichten die Fußballstars signierte Trikots und posierten für Fotos mit dem Zwergstaatmonarchen. Bei dem Treffen im Palast wurde ein lustiges Geheimnis von Erling bekannt. Er trägt gerne Pyjamas und sehr oft sogar auf Partys oder im Privatjet. Es sind mitunter sehr gewagt bunte Schlafanzüge vom Designerduo Dolce & Gabbana. Der neulich getragene rot-weiß-schwarz gestreifte Zweiteiler hat zum Beispiel 1130 Euro gekostet. Haaland ist stolz auf seine Nachtwäsche-Tick und auf seinen Instagram-Mitteilungen lässt er frivol wissen, schaut her, wie reich ich bin, sondern vielmehr, ich bin so entspannt, ich lasse meinen Pyjama an.